Hallo und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvideo. Ja, ich habe Rücken trainiert und zwar hier mit Kurzhantelrudern. Ich versuche das jetzt ganz schnell zu fassen. Kurzhantelrudern, einer meiner Lieblingsübungen für den Latissimus und die Rhomboiden, also den oberen Rücken. Hier mit, ich weiß es gar nicht, 20 Kilo. Einseitig natürlich, ja, das ist auch sehr schön. Man sieht hier, ich gehe sehr weit runter. Das ist einfach, um die Dehnung mitzunehmen. Man sieht immer wieder viele Leute, die im Fitnessstudio, wenn die sitzend machen, sich nicht nach vorne beugen, da so steif sind. Ich bin ein Gegner, ja, und ich gehe da gerne sehr weit runter und nehme wirklich die volle Range of Motion quasi mit. Was wichtig ist, dass der Rücken einigermaßen gerade ist. Man schafft es nicht immer, aber man sollte wirklich einen geraden Rücken haben. Auch den Arm im, sag ich mal, also den Ellenbogen und die Schulter, so sag ich mal, im 90-Grad-Winkel sollte dann der Arm stehen, wenn man die Hantel oben hat. Und das auch dann so im Bauchbereich sollte man dann die Hantel zum Körper hinziehen. Ja, da kann ich aber auch nochmal ein Video machen, wie man das wirklich technisch ausführt. Ich führe es auch nicht hundertprozentig korrekt aus, aber naja, es kann ja alles noch werden. Ja gut, hier ist jetzt die Aufnahme ein bisschen dunkel, das tut mir leid, ich hoffe man erkennt es trotzdem. Wir haben zwei Aufwärmsätze gemacht, drei Arbeitssätze, es ist das erste Training seit zwei Wochen. Die Wettkampfsaison, die Hallenwettkampfsaison ist vorbei, das heißt ich habe ein bisschen auf Schnellkraft und Explosivität gesetzt, ein bisschen regeneratives Training und ein bisschen ja einfach langsam wieder reinzukommen in das Ganze, in den ganzen Trainingsrhythmus. Das war jetzt eine sehr anstrengende Zeit, deswegen geht es jetzt auch langsam wieder weiter mit Trainingsvideos und ja, das war das erste Training seit zwei Wochen. Mit Hanteln, das heißt, ja, hier, das sind jetzt circa 30 Kilo gewesen. So, und jetzt habe ich hier eine schnelle Serie Bankdrücken gemacht, und zwar eine sehr schnellkraftlastige Serie. Man sieht es schon, es ist eine sehr schnelle, explosive Wiederholung. Es geht einfach um die Anregung der schnellen Muskelfasern im Körper. Wie gesagt, hier habe ich mir das so gemacht, ich habe 3x12 gemacht, mit jeweils 20 Sekunden Pause dazwischen. Das heißt, das brezelt schon ordentlich rein. Es ist zwar nicht viel Gewicht, es sind zwar nur 30 Kilo oder 25, aber wenn du die so schnell drückst, 12 Mal, da wirklich nur 20 Sekunden Pause, da macht irgendwann einfach die Schnellkraft dann eben schlapp. Ja, das merkt man dann schon ganz klar. Man muss da auch echt beißen, das ist einfach für mich, ich bin Sprinter, ja, das heißt, mein Sport ist Leichtathletik, ich bin Sprinter, das heißt, für mich ist Schnellkraft auch sehr, sehr wichtige Komponente beim Training, auf die ich hier auch achte. Ja, das mag jetzt ein bisschen unsauber aussehen an einigen Stellen, aber wenn man eben auf Schnellkraft trainiert und nicht auf Kraft, dann ist es eben, ja, kann man das eben so machen. Ja, und hier, wie gesagt, wird auf Schnellkraft trainiert, ganz klar eine sehr schnelle Ausführung. Dabei kann auch einiges unsauber sein, aber naja, es geht eben hauptsächlich um die schnelle Ausführung und um, die Verwendung der schnellen Muskelfasern. Ja, es wird jetzt in nächster Zeit öfters mal wieder ein Training erscheinen. Heute habt ihr mal ein bisschen was vom Rückentraining auch noch gesehen. Wie gesagt, in nächster Zeit öfter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.